Guten Tag. Hinter mir, neben mir, seitlich von mir, steht ein echter Professor. So sehen Professoren aus. Und Sie haben mitgemacht beim Corpus Dracula. Sagen Sie es mal richtig. Corpus Draculianum. Das ist irgendeine Beugung im Lateinischen, die ich nicht gut kenne. Und hier sehen wir Vlad Tepes, der ja angeblich etwas mit den Vampirgeschichten zu tun haben soll. Das zeigt sich aber hier in diesem Buch, dass erstens stimmt es nicht so ganz und zweitens ist es eine ganz andere Figur, ne, eigentlich, der Vlad Tepes. Ja, wir versuchen mit diesem Buch im Grunde genommen Bram Stoker zu widerlegen. Denn der Mann, so meine These, hatte weder von Vlad dem Fehler noch von den Vampiren eine eigentliche Ahnung. Der hat sich irgendwo in der British Library, da gibt es ja von Elizabeth Miller ein schönes Buch zu, hat er sich so rausgesucht, was er gefunden hat, den süßen Wein aus Mediasch und alles mögliche, so ein paar Versatzstücke. Das Buch spielt ja sowieso in London hauptsächlich, also Bram Stoker's Dracula spielt ja eh in London. Wovon handelt dann dieses mehrbändige Werk, was ja gerade noch am Erscheinen ist? Der letzte Band, der kommt ja erst noch. Das handelt nicht von London, das handelt von Transsilvanien. Transsilvanien ist kein fiktiver Ort, sondern es meint die historische Landschaft, Siebenbürgen, Walachei, Karpaten. Das ist so die Wirkungsstätte des historischen Dracula. Vlad Tepes war ja eher in der Walachei als in Transsilvanien, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Also das ist ja auch so eine Erfindung, die viele Menschen nicht so richtig auseinanderhalten. Und in Sigishuara sagen immer alle, er wäre da geboren worden. Jetzt fragen wir mal einen echten Professor. Ist er da geboren worden oder nicht? Das mag durchaus sein, dass er da geboren und aufgewachsen ist. Ich kann nur definitiv sagen, dass sein Haus dort nicht mehr steht, denn die Stadt ist im 16. Jahrhundert abgebrannt. Wichtig aber ist, dass er nicht nur in Siebenbürgen Ungarisch und Deutsch gelernt hat, sondern dass er als Geisel der Osmanen sicherlich auch gut Türkisch kannte. Als Kind das war er da. Intellektueller, ne? Der kannte sich aus. Neben seinen Qualitäten als Feldherren hat er kulturell viel zu bieten. Die Qualitäten waren ja eher gruselig. Er hat ja einfach mal so ein feindliches Lager in so einer absoluten hasardösen Nummer überfallen oder so. Gibt es irgendwas Vorbildliches aus heutiger Sicht an Vlad Tepes? Oder ist das eher, auch wenn er kein Vampir ist und damit nichts zu tun hatte, einfach ein Produkt seiner Zeit, der sehr, sehr streng war, Steuersünder gepfählt hat, Lager nachts überfallen hat und so? Können wir da was mitnehmen? Mythen sind wichtig. Man kann ihn deuten, man kann ihn ausnutzen. Die Rumänen betrachten ihn als einen Nationalhelden. Der hat für die Unabhängigkeit des Landes gestritten. Der hat für Ordnung gesorgt. Das lateinische Abendland sieht in ihm eher einen Tyrann. Der hat unschuldige Menschen gepfählt, gefoltert. Steckt alles irgendwie drin. Obwohl real ist, der stand, saß zwischen allen Stühlen. Er war Vasall der Osmanen. Er war Vasall der Ungarn, er war verfeindet mit den walachischen Adligen, der musste sich durchsetzen. Der war verwegen, der war mutig, der war klug, der wollte Macht. Das ist sein Geheimnis. Solche Leute gibt es heute auch noch, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Das wollten wir vielleicht, sollen wir vielleicht noch kurz erklären. Also als Kind war er ja als Geisel bei den Türken, also bei den Osmanen, ne? Und gibt es da eigentlich irgendwelche Belege dafür, wie er sich da gefühlt hat? Also ob er da schlecht behandelt wurde, gut behandelt wurde? Es gibt ja dieses Märchen, dass er dann später so ein grausamer Feldherr geworden ist, weil er als Kind da schlecht behandelt wurde. Sie kennen ja die Quellen. Ich kenne die Quellen. Was gibt es denn da überhaupt über seine Kinder? Da gibt es gar nichts. Es gibt nur Märchen, die im Nachhinein entstanden sind, genau wie der Dracula-Roman von Bram Stoker. Ja. Wie lange haben Sie eigentlich jetzt an diesen Büchern gearbeitet? Also ich erinnere mich, schon vor ein paar Jahren ging das Ganze los. Jetzt erscheint der letzte Band. Nur mal so für normale Leute. Wie viel Zeit eines Lebens gießt man in so eine fantastische Edition? Für ein gutes Buch wie Sie und ich brauchen wir doch 10 Jahre, oder nicht? So, ne? Ja, ja, ne? Würde ich auch, ja, sagen. Können Sie das empfehlen? Also wenn jetzt Jüngere das gucken, würden Sie sagen, spezialisiert euch auf irgendwas, lest die ganzen Originalquellen, fuchst euch da mörderisch rein, beschäftigt euch 10 Jahre mit der Herausgabe eines Buches. Ist das gut oder sollen die Leute lieber Bankkaufmann oder Bankkauffrau werden? Man muss neugierig sein, das muss Spaß machen, dann lohnt es sich. Was hat Sie denn so angefixt, an dieses Thema heranzugehen oder überhaupt an osteuropäische Themen heranzugehen? Das Thema war ganz konkret der Coppola-Film. Wirklich? Ja, hat diese Eingangssequenz fasziniert, wie das Kreuz von der Hagia Sophia fällt, wie diese Verbindung zwischen dem Vampirgrafen, dem Fehlerfürsten gezogen wird. Ganz toll, da dachte ich, ich muss mal nachgucken. Und dann sind es 2 Spuren
Dracula und die Vampire. Und ich bin der Meinung, die haben beide wenig miteinander zu tun. So ist es. Das könnt ihr auch gerne mal nachlesen. Schaut euch mal die Originalquellen an. Das ist super, super spannend, wirklich. Und haben die Burgen hier in der Region Sie auch irgendwie inspiriert oder hat das gar nichts damit zu tun? Das hat nicht allzu viel miteinander zu tun. Es lädt ein zum Spazierengehen, zum Sinieren. Das ist hier ein familiäres Ambiente. Verstehe. Dracula in Gießen ist was ganz Exquisites. Mal gucken, ob wir das in Zukunft noch intensivieren. Oder fahrt einfach mal nach Sigisoara. Da gibt es oben auch so eine schöne Burg. Da könnt ihr euch das auch nochmal alles angucken. Vielleicht findet ihr ja noch ein Steinchen vom Originalhaus. Die Stadt ist zwar niedergebrannt, aber gebrannt? War das gebrannt? Ja, niedergebrannt, aber vielleicht findet ihr das letzte Steinchen. Und wenn nicht, dann könnt ihr euch noch akademisch damit beschäftigen. Wo kann man das Buch kaufen? Oder die Buchserie? Das gibt's überall in jedem guten Buchladen im Internet zugreifen. Corpus Draculianum, das Standardwerk für alle Dracula-Fans und die Vampirgemeinde in der Republik und der Welt. Das kann ich wirklich bestätigen. Hier hört ihr es, ich habe durch Zufall ausgerechnet. Haben Sie jetzt Angst in den Zähnen? Oder, ein bisschen. Ciao, vielen herzlichen Dank.